Guten Abend, meine Damen und Herren, zu einer verlängerten ZIP 2 aus Washington, wo es jetzt bei prachtvollem Sonnenschein 4 Uhr Nachmittag ist, 3 Stunden bevor die ersten Wahllokale schließen, an diesem historischen Wahltag. Die Nacht der Entscheidung, wählen die USA nach 44 Männern zum ersten Mal eine Frau ins Weiße Haus oder einen Quereinsteiger ohne jede politische Erfahrung. Wir bringen Reportagen aus diesem ungewöhnlichen Wahlkampf, aus Wahllokalen und aus einem entscheidenden Swing State. Wir schalten in die beiden Wahlzentralen und ziehen eine Bilanz der Amtszeit Obamas in Live-Gesprächen mit USA-Korrespondentin Hannelore Veit, dem Politologen Daniel Hamilton und der ehemaligen Obama-Beraterin Karen Donfried. Heute endet also ein scheinbar endloser und extrem polarisierter Wahlkampf, in dem die USA alles andere waren als Vereinigte Staaten von Amerika. Rund 220 Millionen Amerikaner sind wahlberechtigt, aber mehr als 40 Millionen haben schon in den letzten Wochen abgestimmt. Die Beteiligung an diesen vorgezogenen Wahltagen in fast allen Bundesstaaten war deutlich höher als erwartet. Und auch heute war der Andrang enorm, nachdem die Kandidaten bis in die späte Nacht hinein versucht hatten, ihre Anhänger zu mobilisieren. David Kriegleder berichtet. Tag der Entscheidung, die Wähler sind am Wort. Etwa hier am Tysons Corner im US-Bundesstaat Virginia, wo schon in den Morgenstunden lange Schlangen vor den Wahllokalen entstehen. It was clear from pretty much the beginning. Für mich war von Anfang an klar, dass ich Hillary wähle, weil Trump ein Irrer ist, der dem Land schaden würde. Nationale Sicherheit, die Armee und Patriotismus liegen mir am Herzen. Dafür steht nur Trump, Hillary nicht. Ich bin ein bisschen nervös bei dieser Wahl, aber freue mich gleichzeitig wegen der guten Aussicht auf unsere erste Präsidentin. Ich werde Hillary wählen, aber mein Opa wählt Trump. My Papa is voting for Donald Trump. Virginia galt lange als republikanische Bastion, bis Barack Obama hier mit Hilfe junger Wähler zweimal siegen konnte. Virginia gehört zur sogenannten Clinton Firewall, also jene 6 umkämpften Staaten, in denen die Kandidatin zuletzt komfortabel vorne lag und die sie ins Weiße Haus befördern würden. Vorausgesetzt, die Menschen erscheinen auch wirklich bei den Urnen. Dafür kämpft Hillary Clinton gestern bis in die Nacht hinein. Über 30.000 Menschen kommen zu ihrer Abschlusskundgebung nach Philadelphia, bei der auch Musiklegende Bruce Springsteen auftritt. Tonight we're pulling out of here to win. Clinton wählt heute in ihrem Heimatstaat New York mit Demut, wie sie sagt. It is the most humbling feeling. Ebenso Donald Trump. Neben den Präsidentschafts- und Kongresswahlen finden in vielen Bundesstaaten auch Volksbefragungen statt. In diesem Bezirk Virginias stimmen die Wähler über eine Gastronomiesteuer, mit der Lehrer finanziert werden sollen, ab. Alan Burns und seiner Gattin liegt Bildung besonders am Herzen. Deswegen haben wir heute Hillary gewählt und wir sind sehr stolz darauf, weil wir so die Interesse von Einwanderern unterstützen wollen und die Interesse von Frauen. Last-Minute-Wahlkampf der Demokraten, mindestens 12 Meter vom Wahllokal entfernt, so sagt es das Gesetz. So this is Sadie. Das ist Sadie, der Hillary-Hund. Sein Herrchen ist offenbar überzeugter Demokrat, hat ihn bei uns abgegeben, während er in der Schlange steht. Der von Untergriffen und Gerüchten geprägte Wahlkampf hat auch hier seine Spuren hinterlassen. Das beweist Jonathan Slater, ein überzeugter Trump-Wähler, der uns sein Geheimnis verrät. There's a lot of dirty politics. Die Clinton-Familie ist seit 25 Jahren in viele schmutzige Geschäfte verwickelt. Ich weiß, dass sie an der Ermordung eines ehemaligen Mitarbeiters beteiligt war, in einem Park nur 10 Minuten von hier entfernt. Ich bin einfach froh, dass dieser ganze Zirkus jetzt endlich ein Ende hat, sagt er und spricht damit vielen Wählern aus dem Herzen. Bürgerpflicht getan, jetzt beginnt das Warten. Und bei mir ist jetzt die Leiterin des ORF-Büros in Washington, Hannelore Veit, die sie natürlich durch diese ganze Wahlnacht begleiten wird.
Annelore, wir haben es schon gehört, in knapp 3 Stunden schließen die ersten Wahllokale. Wann werden wir denn wissen oder zumindest eine Idee haben, wie das ausgeht heute? Es könnte sehr früh sein, es könnte sich auch hinauszögern. Wir wissen es einfach nicht. Angenommen wird, dass es zwischen 4 und 6 Uhr früh der Fall sein wird. Es könnte allerdings, vor allem dann, wenn die Trends sehr stark in Richtung Hillary Clinton gehen. Es könnte früher sein, da rechnet die New York Times vor, es könnte schon um 3 in der Früh der Fall sein. Bei Donald Trump wird es sich vermutlich länger hinauszögern. Es ist eine sehr große Bandbreite. Der früheste Zeitpunkt, zu dem das Resultat je festgestanden ist, das war 1984. Das war Ronald Reagan gegen Walter Mondale. Das war 2.02 Uhr in der Früh. Und das späteste Ergebnis ist, glaube ich, noch allen in Erinnerung. Das war das Jahr 2000, als der oberste Gerichtshof sich eingeschaltet hat. Das war der 12. Dezember. Alle Zeiten, die Sie jetzt erwähnt haben, sind österreichische Zeiten. Also hier natürlich 6 Stunden früher. Jetzt hat Donald Trump heute schon eine erste Klage eingebracht gegen den Wahlablauf in Nevada. Kann das etwas an diesem ganzen Zeitplan verzögern? Die Klage ist prompt von einem Richter abgewiesen worden. Donald Trump hat geklagt, weil Wahllokale in den vorgezogenen Wahlen länger offen gehalten haben, weil Wähler in der Schlange gestanden sind. Aber das ist Gesetz in allen Bundesstaaten. Sobald ein Wähler in der Schlange steht, darf er auch zur Urne gehen. Daher auch die prompte Abweisung durch einen Richter. Es wundert natürlich nicht, dass Donald Trump das gemacht hat. Er hatte schon im Vorhinein von Wahlbetrug gesprochen, von gekauften Wahlen, von Sachen, die nicht in Ordnung sind. Sein berühmtester Satz dabei wahrscheinlich: I will accept the result. Ich werde das Resultat voll und ganz akzeptieren, wenn ich gewinne. In dem Fall dürfte der Hintergrund sein, Nevada ist ein Staat, der ein Swing State ist. Dort gibt es sehr viele Einwanderer, Hispanics, und die tendieren zu Hillary Clinton. Danke für diese erste Einschätzung, Annelore Veit. Wir werden Sie, wie gesagt, nicht die ganze Wahlnacht über jetzt noch sehen. Das amerikanische Wahlsystem, das sorgt in Europa ja alle 4 Jahre für große Verwirrung. Tatsächlich findet heute hier keine Bundeswahl statt, sondern 51 parallele Wahlen in den Einzelstaaten und in Washington D.C. Gewählt wird dabei auch nicht direkt der Präsident, sondern sogenannte Wahlmänner, die natürlich auch Frauen sein können. Aber es geht heute nicht primär um eine Mehrheit der Wählerstimmen an der Urne, sondern um die Mehrheit dieser 538 Wahlmänner, also um mindestens 270. Das ist die magische Zahl. Die amerikanische Verfassung, unumstößlich seit mehr als 200 Jahren. Genauso das Wahlsystem, und dieses besagt: Ein Kandidat, der hier in das Weiße Haus einziehen will, muss 50% plus eine Stimme erreichen, dann gewinnt er. Klingt nachvollziehbar, aber manchmal ist es dann doch komplizierter. Ein Blick zurück ins Jahr 2000. George W. Bush gewinnt vor 16 Jahren 50.461.092 Stimmen, mehr als eine halbe Million weniger als sein Konkurrent Al Gore. Trotzdem wird Bush Präsident. Die amerikanische Verfassung macht's möglich. Denn gewählt wird der Präsident nicht direkt, sondern es werden die sogenannten Wahlmänner bestimmt. Deshalb ist es für die Kandidaten entscheidend, die Mehrheit bei den Wahlmännern zu bekommen. Das Ziel sind mehr als 270. Wer diese bekommt, wird Präsident. Insgesamt gibt es über die Bundesstaaten verteilt 538 Wahlmänner. Die Bevölkerungszahl ist ausschlaggebend, wie viele Wahlmänner ein Bundesstaat hat. Hier eine entsprechende Darstellung. Je mehr Wahlmänner ein Bundesstaat hat, desto größer ist das Quadrat. Die meisten Wahlmänner stellt, weil die meisten Einwohner, Kalifornien. 55 sind es dort. Dann folgt Texas mit 38 Wahlmännern. Im Mittelfeld die meisten anderen Staaten wie North Carolina an der Ostküste, wo 15 Wahlmänner zu gewinnen sind. Und dann gibt es noch Bundesstaaten, die zwar flächenmäßig groß sind, aber wo wenig Menschen leben. So kommt etwa Montana im Nordwesten der USA auf 3 Wahlmänner. Innerhalb dieser Staaten kommt das Motto »The winner takes it all« zu tragen, also das Mehrheitswahlrecht. Wer die Mehrheit in einem Bundesstaat hat, gewinnt alle Wahlmänner. Wie knapp diese Entscheidung ausfallen kann, zeigt neuerlich ein Blick auf das Jahr 2000. Letztendlich stellte sich damals nämlich in Florida heraus, George Bush hat 537 Stimmen mehr als sein Herausforderer Al Gore. Nicht einmal 1 Promille der abgegebenen Stimmen. Aber Bush gewinnt 25 Wahlmänner. Pech für Gore. Seine knapp 3 Millionen Stimmen sind praktisch für nichts. Und dann gibt es noch Ausnahmen im Wahlsystem. In den Bundesstaaten Maine und Nebraska ist laut Wahlrecht auch eine Teilung der Wahlmännerstimmen möglich, je nachdem, wie das Ergebnis in den einzelnen Wahlbezirken ausfällt. The winner takes it all. Was also einfach klingt, kann praktisch recht kompliziert sein.
Die Amerikaner sind es gewohnt seit mehr als 200 Jahren. Und daran soll sich auch nichts ändern. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Genauso wenig wie an dem Termin, an dem der Präsident oder die Präsidentin angelobt wird. Das ist der 20. Jänner. Und um uns das in der Praxis anzuschauen, bleiben wir gleich in Florida mit seinen 29 Wahlmännern, heute der wichtigste sogenannte Swing State. Nach allen Umfragen ist noch völlig offen, wer dort gewinnen wird. Und Florida zeigt auch, wie sich die Wählerschaft in den USA verändert. Knapp ein Viertel der Einwohner Floridas sind mittlerweile Latinos. In Miami sind es sogar fast 70%. Von dort meldet sich Christian Staudinger. In der Umgebung von Miami leben etwa 5,5 Millionen Menschen. Die Stadt selber ist mit rund 420.000 Einwohnern die zweitgrößte Floridas. Knapp 70% geben hier Spanisch als Muttersprache an. Gleichzeitig ist Miami die drittärmste Stadt der Vereinigten Staaten. Die Hochglanzfassaden im touristischen und im Geschäftsviertel der Stadt täuschen also. Dass Florida trotz seines hohen Anteils an spanischsprachigen Zuwanderern ein Swing State ist, das liegt unter anderem an den zahlreichen Exilkubanern. Wir sind hier in Little Havana, einem Ortsteil von Miami, in dem hauptsächlich Kubaner leben. Und die Kubaner in den USA, die wählen traditionell republikanisch. Von Castro vertrieben, ist ihnen alles Linksstehende verhasst. Doch bei dieser Wahl, das zeigen Umfragen, könnte sich das ändern. Viele Kubaner hier scheinen ein Problem mit Trump als Präsident zu haben. Im Dominopark trifft man sie jeden Tag, die älteren Herren und deren Söhne, die vor knapp 60 Jahren vor Castro geflüchtet sind. Hier spielen sie Domino und das nehmen sie ernst. Ein Interview während des Spiels? Undenkbar. Aber die Umstehenden geben gerne ihre Meinung ab. Und da gibt es, wenig überraschend, die, die lieber nie wieder Domino spielen würden, als demokratisch zu wählen. Obama und Clinton haben nichts für dieses Land getan. Sie haben mit Kuba und den Castros verhandelt. Die Castros, die Kuba in den Abgrund getrieben haben. Der Einzige, der den USA helfen kann, ist Donald Trump. Auch Mario bleibt überzeugter Republikaner. Trump wird gewinnen. Die Menschen, die für Trump sind, wollen das nicht öffentlich sagen. Aber er wird die Wahl gewinnen, genauso wie bei den republikanischen Vorwahlen. Aber dann, und das ist neu, gibt es hier Clinton-Wähler, die das auch zugeben. Ich stimme diesmal für Hillary. Ihre Ideen sind besser als die von Trump. Er sagt einmal das und dann genau das Gegenteil. Er will keine Einwanderer, keine Hispanics. Er will unser Land zerstören. Auch Luis überlegt erstmals nicht für den republikanischen Kandidaten zu stimmen. Trump ist kein Präsident. Ein Präsident führt und hält die Menschen zusammen. Er wäre also, glaube ich, kein guter Präsident. Vielleicht gehe er aber auch gar nicht wählen, meint er, falls es nicht übers Herz bringe, eine Demokratin zu wählen. Andererseits sei eben alles im Wandel. Hay nuevas generaciones de cubanos que tienen diferente opinión. Die zweite Generation der Kubaner ist noch ihren Eltern gefolgt. Sie haben republikanisch gewählt. Aber die Jüngeren, die hier Geborenen, die immer frei waren, die wählen demokratisch. Das ist neu für uns. Alles ändert sich. Bis auf eine Ausnahme, das Dominospiel. Das bleibt noch ein Weilchen. Dafür werden sich diese Herren einsetzen. Und um über diese ungewöhnliche Wahl zu reden, begrüße ich jetzt bei mir Daniel Hamilton, Austrian Marshall Fund Professor an der renommierten Johns Hopkins University hier in Washington. Herr Professor Hamilton, sehr viele Beobachter sagen, eine solche Präsidentenwahl hat es in den USA noch nie gegeben, jedenfalls nicht in den letzten Jahrzehnten. Warum? Was macht diese Wahl so besonders? Erstens die Summen, die ausgegeben wurden, bis zu 6 Milliarden Dollar für diesen Wahlkampf, unglaubliche Summen von Geld. Zweitens die Flügelkämpfe, die innerhalb beider Parteien geführt wurden, wo der 74-jährige Senator Bernie Sanders aus dem kleinen Bundesstaat Vermont, quasi sozialistischer alter Senator, scharenweise junge Leute für sich gewonnen hat gegen die etablierte Kandidatin Hillary Clinton, bis sie gewonnen hat. Und auf der Republican-Seite der Quereinsteiger Donald Trump, der auch die Wähler für sich gewonnen haben in den Vorwahlen gegen alle etablierten Politiker und dann am Schluss Wahlkampf selber, wo die Beleidigungen, die Verleumdungen einfach unglaublich waren, wo Trump
Juden, Minoritäten alle beleidigt haben, wo die E-Mail-Skandale von Hillary Clinton weitergegangen sind bis zu den letzten Tagen und wo die Stimmung einfach so mies und polarisiert ist, dass alle einfach sehr klar jetzt diesen Wahlkampf zu Ende haben wollen. Wir sprechen gleich weiter, schauen uns jetzt aber noch einmal beide Kandidaten näher an. Sie ist das personifizierte Establishment, ehemalige First Lady, Senatorin und Außenministerin, die ultimative Insiderin, was für viele Wähler auch ihr größter Nachteil ist. Ihr Gegenkandidat nennt sie korrupt und kriminell und würde sie gerne einsperren. Er ist der ultimative Außenseiter, ein Promi-Unternehmer und Fernsehstar ohne jede politische Erfahrung. Eine Art Mischung aus Frank Stronach und Dieter Bohlen, der Wutkandidat schlechthin, der gegen das System antritt. Seine Gegner nennen ihn einen modernen Faschisten, der seine Fans zur Gewalt aufruft und keinerlei Skrupel kennt. Nur eines haben die beiden gemeinsam, noch nie waren beide Präsidentschaftskandidaten so unpopulär. Verena Kleitzmann über einen Wahlkampf des Schreckens. Wer hier einziehen will, muss im Wahlkampf einiges an Härte beweisen. Noch heißt es für Kandidaten wie Besucher, Zutritt verboten. Das Weiße Haus, eine Baustelle in jeder Hinsicht. Philippos, der hier kampiert, beeindruckt das alles nicht. Seit mehr als 30 Jahren demonstriert er hier gegen Krieg und Gewalt. Er hat schon viele Präsidenten gesehen, 5, um genau zu sein. Ihn würde die Wahl nur interessieren, wenn es 100 Kandidaten gäbe, aber die zwei. Das ist erstens Donald Trump. Als er im Juni 2015 auf seiner goldenen Rolltreppe im New Yorker Trump Tower in die amerikanische Politik herabschwebt, rechnen ihm Beobachter kaum Chancen aus. Aber der Multimilliardär hat eine Botschaft, die sitzt. Amerika wieder groß machen. For President of the United States, and we are going to make our country great again. Großes Ego, große Sprüche. Mit seinen deftigen Ansagen spricht The Donald vielen politikverdrossenen Amerikanern aus der Seele. When was the last time? Wann haben wir zuletzt gegen China gewonnen? Die Mexikaner sind Vergewaltiger und Drogendealer. Einige sind vielleicht auch nette Menschen. Er ist laut, er ist wütend, er ist erfolgreich und er spaltet das Land. Die Mauer zu Mexiko, ruft er, die werden die Mexikaner selbst zahlen. And by the way, who's gonna pay for the wall? Mexico is going to pay for the wall. Seine Gegner versuchen ihn zu verhindern. Einmal wird ihm sogar das Licht abgedreht. Von Feinden wie den Medien mutmaßt Trump gleich und macht das Beste draus. They're too bright. Turn them off. Turn them off. Let's go. Ready? Turn off the lights. Turn off the lights. Turn off the lights. Turn them off. Licht an im republikanischen Vorwahlkampf. Dort schaltet er einen Gegner nach dem anderen aus und ist dabei nicht zimperlich. Lügner ist noch das Höflichste. This little guy has lied so much about my record. Here we go, the person he has lied. Aber seine größte Gegnerin wartet noch, Hillary Clinton. Auch bei ihr ist der Weg zu diesem Satz nicht einfach. I am running for President of the United States. Sie war als klare Favoritin gestartet, doch im demokratischen Vorwahlkampf fliegen die Herzen ihm zu, Bernie Sanders. Senator und weit links begeistert er vor allem die Jungen. Erst kurz vor dem Parteitag die Versöhnung. Hillary Clinton durchbricht als erste Frau in der US-Geschichte die gläserne Decke, zumindest die in ihrer Partei. We just put the biggest crack in that glass ceiling yet. Thanks to you and to everyone who's fought so hard to make this possible. No puppet, no puppet. Was folgt, ist der schmutzigste Wahlkampf, den die USA jemals gesehen haben. So haben zwei Kandidaten noch nie miteinander gesprochen. Russia, China or anybody else. I am not quoting myself. Trump hat bald alle Hände voll zu tun, auch seine Skandale in den Griff zu bekommen. Zunächst der Vorwurf der Steuerhinterziehung. Fast 20 Jahre nur Basissteuersatz.
Dann das 11 Jahre alte Skandalvideo, in dem Trump damit prahlt, attraktiven Frauen einfach so zwischen die Beine zu greifen. Obszön und folgenreich. Ein Dutzend Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung vor. Seine Umfragewerte sinken. He repeated my words back to me. Get real. Trump gerät unter Druck und schlägt zurück. Die Wahl sei geschoben. Hillary Clinton könnte sich eigentlich zurücklehnen und sich darauf beschränken, Trump gefährlich zu nennen. And whose ideas are incredibly dangerous. Doch die Demokratin kommt selbst ins Schwanken. Erst eine Lungenentzündung im September, die Fragen über ihren Gesundheitszustand aufwirft. Dann nennt sie Trumps Anhänger jämmerliche Kreaturen. Half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables. Und dann natürlich noch ihre E-Mails, verschickt in ihrer Zeit als Außenministerin und möglicherweise staatssicherheitsgefährdend. Erst 3 Tage vor der Wahl stellt das FBI seine Ermittlungen gegen Clinton ein. Nicht Inhalte, sondern Charakterschwächen dominieren diesen Wahlkampf, in dem sich immer neue Baustellen aufgetan haben. Wer auch immer hier einzieht, wird mehr zu reparieren haben als nur eine Fassade. Geht es doch darum, das Vertrauen in die Politik wieder aufzubauen. Die beiden Kandidaten sind heute Abend aber nicht hier in Washington, sondern beide in New York. Und dort sind auch unsere Reporter. Roland Adowitzer steht vor dem Hotel in Midtown Manhattan, in dem das Trump-Team seine Wahlzentrale aufgeschlagen hat. Und Barbara Wolschig direkt im Konferenzzentrum, wo die Clinton-Kampagne den Wahlabend verbringt. Barbara Wolschig, wie zuversichtlich ist denn das Team von Clinton, dass die Umfragen recht behalten und Hillary Clinton diese Wahl gewinnen wird? Naja, dieser kolportierte Vorsprung von zwischen 3 und 7 Prozentpunkten, der macht natürlich zuversichtlich und es wirkt ja fast wie ein bequemer Polster, aber zugleich birgt so ein kolportierter Vorsprung jedenfalls, auch Gefahren in sich. Es könnte nämlich dazu führen, dass Wählergruppen, denen nachgesagt wird, dass sie eigentlich eher wahlmüde sind, beschließen, zu Hause zu bleiben, nicht zur Wahl zu gehen, weil sie sagen, naja, diese Wahl ist eh schon gelaufen, da braucht es mich nicht. Und diese Wählergruppen, das sind genau die, die Hillary Clinton braucht, das sind die Afroamerikaner, die Latinos, genau die. Denen sagt man gerne nach, sie sind ein bisschen wahlfaul. Das könnte gefährlich werden für Clinton. Und ein anderer Aspekt ist auch noch wichtig. Wir wissen nicht, wie viele Trump-Sympathisanten sich tatsächlich auch öffentlich in Umfragen zu Trump bekennen. Es könnte sein, dass es hier sozusagen noch eine Überraschung gibt. Ich würde sagen, große Zuversicht im Clinton-Lager. Aber niemand hier lehnt sich zurück und sagt, wir haben diesen Sieg sicher in der Tasche. Worauf werden die Clinton-Leute heute Abend denn ganz besonders schauen? Sie werden besonders schauen auf die beiden Bundesstaaten Florida und North Carolina. Florida, wir wissen, dieser mittlerweile traditionelle Swing State schon, der alles entscheiden kann. Es gibt Stimmen innerhalb des Clinton-Lagers, die sagen, wenn wir Florida haben, dann haben wir auch diese Wahl gewonnen. Ich glaube, da müssen wir noch abwarten. Interessant North Carolina, weil dort wirklich beide Kandidaten Kopf an Kopf liegen, weil uns North Carolina zeigen wird, wie sehr es dem Clinton-Wahlkampf-Management, der ganzen Clinton-Kampagne gelungen ist, die Wähler auch tatsächlich zu mobilisieren. Wenn es Hillary Clinton gelingt, in North Carolina einen vielleicht nur knappen, aber doch einen Sieg einzufahren, dann ist das ein sehr gutes Signal für Sie für diesen heutigen Abend. Roland Adowitzer, geht man denn im Trump-Hauptquartier trotz der Umfragen der letzten Tage und Wochen wirklich davon aus, dass es eine realistische Chance gibt, diese Wahl zu gewinnen? Absolut, man lässt sich von diesen Umfragen nicht beeindrucken. Donald Trump hat heute Nacht bis 1 Uhr früh Wahl gekämpft in Michigan, in einem dieser Battle States. Er hat dort seine üblichen Tiraden losgelassen. Er hat wieder gesagt, wir werden uns dieses Land zurückholen. Er hat heute hier in New York gewählt, sehr optimistisch dabei gewirkt und auch sein Vizepräsidentschaftskandidat Mike Pence hat schon gesagt, der neue Präsident wird Donald Trump heißen und er ist der neue Vizepräsident. Hier hinter mir in dem Midtown Hilton Hotel will man heute Nacht die Wahlparty feiern. Nach dieser Schaltung werde ich mich hinüberbegeben. Ich werde mir anschauen, ob es eine Siegesfeier wird oder doch eine Trauerfeier. Bisher hat Trump ja offen gelassen, ob er das Wahlergebnis dann auch akzeptieren wird. Wenn ich gewinne, ja, hat er gesagt. Aber was ist zu erwarten, sollte er verlieren?
Er hat heute sehr kryptische Antworten gegeben. Er wurde das mehrfach gefragt. Er hat gesagt, schauen wir mal, was passiert. In ersten Interviews beklagte er ja schon wieder angebliche Unregelmäßigkeiten. Sein Sohn hat heute früh auf CNN ein Interview gegeben. Er hat gesagt, ein faires Wahlergebnis werden wir akzeptieren und nach vorne schauen, warten wir also ab, was sie tun. Eine Anfechtung hätte rechtlich wohl nur Chancen, wenn es in einem Staat so knapp hergeht wie 2000 zwischen Al Gore und George W. Bush in Florida. Rechtlich hätte so eine Anfechtung wahrscheinlich nicht sehr viele Chancen, aber sie würde Hillary Clintons möglichen Wahlsieg die demokratische Legitimität nehmen und nach diesem unglaublich emotionalen und untergriffigen Wahlkampf eine weitere unschöne Dimension hinzufügen. Ich wurde schon gewarnt, bis zu Märschen nach Washington. Wir hoffen nicht, dass es so weit kommt. Warten wir ab, wie eindeutig das Wahlergebnis ist. Danke, Roland Adowitz und Barbara Wolschig und Professor Hamilton von der Johns Hopkins University. Reden wir nochmal über diese beiden Kandidaten. Donald Trump hat im Wahlkampf ständig ganze und zwar riesige Bevölkerungsgruppen beschimpft, von Frauen bis zu Einwanderern. Er hat öfter die Unwahrheit gesagt, sagen Statistiken, als alle anderen Kandidaten zusammen. Er hat damit geprahlt, fremden Frauen ungefragt zwischen die Beine zu greifen und er hat gesagt, er will seine Gegenkandidatin einsperren. Warum hat ein solcher Kandidat überhaupt eine reale Chance, hier ins Weiße Haus zu kommen? Er hat einen sehr emotionalen Wahlkampf geführt. Nicht mit viel Inhalt, was er als Präsident machen würde, aber eher diese Negative. Und Hillary Clinton, sowohl Hillary Clinton als auch Donald Trump, sind anscheinend relativ unpopulär bei den Wählern. Das heißt, das kommt ein bisschen an, weil diese Unpopularität von Hillary Clinton auch da ist bei den Wählern. Und deswegen ist es nicht, dass man für einen Kandidaten jetzt wählt oder stimmt, es ist, dass man nicht für den anderen macht. Und deswegen hat die Emotionen erweckt, weil auch der Kern der Republican Party schrumpft, demografisch gesehen. Er muss diese Leute zu der Wahlurne bringen. Und die machen das nur, wenn sie aufgeregt sind, wenn sie wirklich für ihn stimmen wollen, gegen Hillary Clinton. Jetzt haben Sie schon gesagt, auch Hillary Clinton ist unbeliebt. Jetzt war Frau Clinton ja als Außenministerin und Senatorin durchaus populär. Warum hat sie so viel Beliebtheit verloren? Beide Kandidaten haben in der Unbeliebtheitsskala sozusagen ziemlich hohe Summen. Und sie hat als Außenministerin eine sehr gute Figur gemacht, aber sie war verbunden mit Obama, der ganzen Obama-Aura, sagen wir so. Und Trump hat jetzt versucht zu sagen, aber denken Sie mal, Clinton war in der Clinton-Regierung auch vor 20 Jahren. Frau Clinton war jetzt 25 Jahre auf der öffentlichen Bühne und viele wissen sehr viel über sie. Sie hat alle Skandale hinter sich gehabt. Und Trump hat diese lange alte Geschichten alle wieder aufgeweckt. Und deswegen kommt das so. Und jetzt andererseits ist Präsident Clinton sehr populär in der Erinnerung. Auch Obama hat durchaus gute Popularitätswerte. Woher kommt diese enorme Wut, dieser enorme Frust mit dem politischen System, der offenbar vorhanden ist? Trump hat es geschafft, diese Frust, die Polarisierung für sich zu nehmen und dann in seine Richtung zu kanalisieren. Und das hat er versucht ganz bewusst, weil er diesen emotionalen Wahlkampf für sich machen wollte. Wenn man Inhalte debattiert, hat er nicht so viel zu bieten, weil Clinton hat über diese Jahrzehnte, kennt sie die Politik durchaus. Und deswegen hat er das vermieden, und weil er auch kein Profi-Politiker ist. Er hat versucht, diese Emotionen zu wecken, die Frust, die Anti-Establishment-Gefühl. Aber wo kommt dieses Gefühl her? Ist das berechtigt oder ist das völlig irrational? Es ist manche Teile in den USA, wir haben die große Rezession erlebt. Manche finden, die Globalisierung ist gegen sie aufgestellt. Er sagt selber, das ganze System ist gegen uns aufgestellt. Und manche suchen vielleicht einen Sündenbock oder die wollen wissen, warum ihr Leben nicht weiter besser wird. Und er hat diese Leute für sich gefangen und die kommen dann zu der Wahlurne und wählen Trump. Jetzt haben wir schon gesehen, die Umfragen bevorzugen in den letzten Wochen Hillary Clinton. Trotzdem gibt es auch viele Leute hier, die sich an die Brexit-Abstimmung in Großbritannien erinnert fühlen und sagen, das könnte morgen auch ganz anders ausschauen. Die Umfragen erfassen dieses Grundgefühl im Land überhaupt nicht richtig. Könnte das passieren? Alles ist möglich. Die Meinungsforscher bei Brexit lagen alle sehr falsch.
Auch ein Jahr davor in Großbritannien bei der Wahl von David Cameron, sie lagen auch da sehr falsch. Das ist die Frage. Hier ist die Wahlbeteiligung eigentlich sehr wichtig zu verstehen. Manche Amerikaner gehen nicht zur Wahlurne. Die Wahlbeteiligung ist nicht so hoch im Vergleich mit manchen europäischen Staaten. Für die Demokraten ist das entscheidend. Junge Leute, Minderheiten, so African Americans, Hispanics, sie müssen heute wählen für Hillary Clinton. Das sind die Kerngruppen der Democratic Party. Wenn sie zu Hause bleiben, dann hat Trump doch in manchen Bundesstaaten eher eine Chance. Professor Hamilton, vielen Dank für diese Analyse. Wer immer diese Wahl heute gewinnt, wird am 20. Jänner, also in gut 2 Monaten, angelobt werden. Dann gehen die beiden Amtszeiten von Barack Obama zu Ende, dem ersten schwarzen Präsidenten in der Geschichte der USA. Vor allem in Europa war Obama vor 8 Jahren geradezu hymnisch gefeiert worden. Hier in den USA war er von Anfang an mit dem erbitterten Widerstand der republikanischen Opposition konfrontiert. Gewählt wurde Obama einst unter dem Slogan Yes, we can. Aber tatsächlich konnte er als Präsident dann oft nicht so, wie er wollte oder wie es sich seine Wähler erhofft hatten. Eine Bilanz von Patrick Guska. Der 5. November 2008. Die Amerikaner haben sich für den Wandel entschieden und Barack Obama zum 44. Präsidenten der USA gewählt. If there is anyone out there. Wenn es da draußen noch irgendjemand gibt, der bezweifelt, dass in diesem Land alles möglich ist, der an der Kraft der amerikanischen Demokratie zweifelt, dem haben wir heute die Antwort gegeben. 8 Jahre später ist die Bilanz von Obama eine durchwachsene. Obamas größter innenpolitischer Sieg war die Einführung des Patient Protection and Affordable Care Act, besser bekannt als Obamacare. Ich erinnere mich an die Geschichte meiner Mutter. Sie ist an Krebs gestorben. Und in den letzten 6 Monaten ihres Lebens musste sie sich mit Versicherungen rumstreiten, anstatt sich auf ihre Genesung zu konzentrieren. Aus europäischer Sicht unvorstellbar, aber 2009 waren 47 Millionen Amerikaner nicht krankenversichert. Durch Obamacare haben nun immerhin 95% der Amerikaner Zugang zu einer Krankenversicherung. Wirtschaftlich hat US-Präsident Barack Obama die USA durch die größte Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Im Jänner 2008 waren 5% der Amerikaner arbeitslos. Am Höhepunkt der Wirtschaftskrise waren sogar 9,8% arbeitslos gemeldet. Mittlerweile liegt die Arbeitslosenrate wieder bei guten 4,9%. Möglich haben das unter anderem auch 2 riesige Konjunkturprogramme von Obama gemacht. Sie haben Milliarden gekostet und das macht sich im Budget bemerkbar. 2008 haben die USA einen Schuldenstand von rund 10 Billionen Dollar gehabt. Nach 8 Jahren Obama sind es bereits über 19 Billionen Dollar. Sein Wahlversprechen, die Schulden der USA zu senken, hat Obama klar verfehlt. Im Kampf gegen den Terror gelingt Barack Obama dagegen ein symbolisch wichtiger Erfolg. Am 2. Mai 2011 stürmen Navy Seals das Versteck von Osama Bin Laden und töten den meistgesuchten Terroristen der Welt. Außenpolitisch hat Obama den Rückzug der USA als Weltpolizei begonnen. In Syrien kämpfen die USA nur aus der Luft, nicht aber am Boden gegen die Terrormiliz IS. Auch aus Guantanamo wollte sich Obama eigentlich zurückziehen. Das Gefangenenlager zu schließen war eines seiner wichtigsten Wahlkampfversprechen. Wir werden Guantanamo innerhalb eines Jahres schließen. Guantanamo gibt es aber immer noch, auch 8 Jahre nach dem Versprechen, das Lager zu schließen. Mehr Erfolg haben die USA auf dem diplomatischen Parkett. Mit dem Iran kann man sich in Wien nach 13 Jahren Streit auf ein Atomabkommen einigen. Noch länger dauerte die diplomatische Eiszeit mit Kuba. Nach 54 Jahren eröffnen die USA wieder eine Botschaft in Kuba. Präsident Obama stattet Havanna im März 2016 einen historischen Staatsbesuch ab. 8 Jahre Barack Obama gehen im Jänner mit der Ernennung einer neuen Präsidentin oder eines neuen Präsidenten dann auch offiziell zu Ende. Und ich begrüße jetzt bei mir Karen Donfried, Präsidentin des German Marshall Fund hier in Washington und bis vor 2 Jahren die Chefberaterin von Präsident Obama für Europa im Nationalen Sicherheitsrat. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Frau Donfried, Barack Obama ist vor 8 Jahren angetreten mit den Slogans Yes, we can und Hope.
Und 8 Jahre später, am Ende seiner Amtszeit, ist Amerika so zerstritten wie überhaupt seit Jahrzehnten nicht mehr. Und viele Amerikaner sind so frustriert und so wütend wie nie. Was ist denn da passiert? Ich glaube, es gibt eine Reaktion gegen Globalisierung. Und es gibt auch Verlierer von Globalisierung hier in Amerika. Man sieht Leute, die eben meinen, dass es Einkommensungleichheit gibt, dass sie die Verlierer sind, dass ihre Kinder das Leben nicht erreichen können, was sie gehabt haben. Und diese Wut sehen wir bei dieser Wahl. Was hat Obama innenpolitisch tatsächlich erreicht? Wenn man über Innenpolitik spricht, würde ich 3 Themen ansprechen. Erstens würde ich sagen, dass es unheimlich bedeutend war, dass wir als Amerikaner unseren ersten schwarzen Präsident gehabt haben, dass Barack und Michelle Obama mit ihren 2 Töchtern für 8 Jahren jetzt in diesem Weißen Haus gewohnt haben, ist für mein Land sozial historisch. Zweitens würde ich über Gesundheitsreform sprechen, das, was man sich jetzt Obamacare nennt, das war für mein Land was Einmaliges. Und drittens würde ich über seine wirtschaftliche Politik sprechen. Er hat eine große Rezession geerbt. Wir haben jetzt in 2016 niedrigere Arbeitslosigkeit, Wachstum. Und das ist schon etwas, was er erreicht hat. Aber bei einem Großteil der Wähler scheint genau das nicht anzukommen. Warum? Obama selbst ist noch sehr beliebt und deswegen sieht man, dass Hillary Clinton es sehr gerne hat, dass er nach North Carolina, Pennsylvania und andere Bundesstaaten geht, um auch ihren Wahlkampf zu stärken. Insofern ist er als Person noch beliebt. Ja, aber mit seiner Innenpolitik, die scheint nicht so beliebt zu sein, sonst könnte Trump ja nicht derart viele Menschen ansprechen, die sich offenbar zurückgelassen fühlen. Ja, man muss sehen, dass das Land sehr gespalten ist. Das war auch früher so. Vielleicht diese Wut war nicht da, aber diese Polarisierung sahen wir auch vor 4 Jahren, vor 8 Jahren auf republikanischer Seite und auch auf demokratischer Seite. Das ist nicht so neu. Vielleicht nur in dieser Masse ist es neu. Kommen wir zur Außenpolitik. Obama ist sehr stolz auf das Atomabkommen mit dem Iran und auf die Öffnung zu Kuba. Aber der Nahe Osten versinkt von Syrien bis Libyen im Chaos, im Bürgerkrieg, im Terrorismus. Und das Verhältnis zu Russland ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist doch keine außenpolitische Bilanz, auf die man besonders stolz sein kann, oder? Ja, Sie haben die 2 Neuigkeiten genannt, das heißt die neuen Verhältnisse zu Iran und Kuba. Wenn Sie über den Mittleren Osten sprechen, es ist ganz klar, dass Barack Obama gemeint hat, dass er gewählt wurde, um die USA aus 2 Kriegen rauszunehmen. Das waren Afghanistan und Irak. Was er auch gemacht hat. Man sieht auch jetzt diese große Hemmung unter Amerikaner, wieder im Mittleren Osten sich militärisch auf den Boden einzumischen. Das sieht man ganz genau in Bezug auf Syrien. Und ich glaube, das wird sich now auch nicht mit Hillary Clinton ändern oder mit Donald Trump. In Bezug auf Russland muss man sagen, dass in seiner ersten Amtszeit, dass er doch ein Reset mit Russland hatte, hat auch was erreicht. Neuen Staatsvertrag und andere Sachen. Aber als Wladimir Putin zurück als Präsident kam, wurde es viel schwieriger. Und ich würde sagen, das, was Putin in Ukraine gemacht hat, ist der Grund, warum das Verhältnis zwischen Amerika und Russland, Russland und die Europäische Union viel schlechter wurde. Und wir versuchen jetzt damit zurechtzukommen. Ein letzter Punkt noch, den man in Europa kaum versteht. Obama hat schon in den ersten Tagen versprochen, das Gefangenenlager in Guantanamo zu schließen. 8 Jahre später ist es noch immer in Betrieb. Ist ein Präsident so machtlos oder war er letztlich unwillig? Was man da sieht, ist, wie unser Regierungssystem funktioniert. Der Präsident hat das gewollt, hat auch versucht, jetzt über 8 Jahren das zu schaffen. Aber er braucht auch Hilfe von unserem Kongress, von unserem Parlament. Und da haben sie keine Übereinkommen gehabt. Und deswegen haben wir noch ein Gefängnis in Guantanamo, Kuba. Ja, Frau Dornfeld, vielen Dank für diese Analyse und Ihren Besuch bei uns. Vielen Dank. Und damit machen wir vorerst einen Punkt zum Thema US-Präsidentenwahl. Auch sonst ist auf der Welt heute ja einiges passiert. Und mehr dazu jetzt in den Kurzmeldungen. Der Konflikt bei der Suche nach einer bundesweit einheitlich geregelten Mindestsicherung spitzt sich zu. SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern sieht keinen Sinn in weiteren Verhandlungen. Wir haben uns lange Zeit genommen, sind hier nicht zu einem Konsens gekommen, haben hier unterschiedliche Vorstellungen. Vor dem Hintergrund, glaube ich, macht es Sinn, dass die Länder, die dafür zuständig sind, auch die Lösungen individuell umsetzen. Von der ÖVP hieß es am Abend, man sei zu weiteren Verhandlungen bereit.
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán ist im Parlament mit einem Gesetz gegen die Flüchtlingsquote der EU gescheitert. Mittels Verfassungsänderung wollte Orbán verbieten, dass eine, Zitat, ausländische Bevölkerung in Ungarn angesiedelt werden kann. Doch dem Entwurf fehlten 2 Stimmen für die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Gemäß der EU-Quote müsste Ungarn 1.294 Flüchtlinge aufnehmen. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind 5 Männer festgenommen worden. Sie werden verdächtigt, in Deutschland IS-Kämpfer rekrutiert zu haben. Der Anführer soll ein bekannter 32-jähriger Salafistenprediger sein. Den Hinweis bekam die Behörde von einem Syrien-Rückkehrer. Kämpfer der Terrormiliz IS haben bei ihrer Flucht aus einem Vorort von Mosul offenbar erneut Geiseln genommen. 300 ehemalige Sicherheitskräfte und mehr als 1000 Familien sollen verschleppt worden sein. Zu dem gestern aufgefundenen Massengrab will die UNO noch keine Details nennen. Etwa 100 enthauptete Menschen wurden in einem Grab gefunden. Nebelfelder lösen sich morgen bis Mittag auf und es wird recht sonnig. Erst gegen Abend ziehen im Westen Regenschauer auf. Die Nacht wird frostig und es bleibt auch tagsüber kalt. Unbeständig mit Regen- und Schneeschauern geht es in Richtung Wochenende weiter. Am ehesten trocken bleibt es noch im Osten. Es weht teils lebhafter Nordwestwind und es bleibt kalt. Und damit geht unsere erste Tipp 2 zur US-Präsidentenwahl live aus Washington zu Ende. Hinter mir geht langsam die Sonne unter, aber die Wahlnacht im ORF, die beginnt erst jetzt. Hier in ORF2 geht es jetzt weiter mit der Dokumentation America Great Again. Um Mitternacht ist die Tipp 24 dann auch in ORF2 zu sehen. Und daran anschließend führen Sie dann ab 0.20 Uhr Nadja Bernhard, Tarek Leitner und Andreas Pfeiffer durch diese Wahlnacht. Und wir melden uns morgen Abend wieder mit einer Tipp 2 live aus Washington, um das Ergebnis auszuprobieren. Natürlich zu analysieren. Vorerst vom gesamten ORF-Team hier in den USA eine spannende Wahlnacht. Auf Wiedersehen.